Der Liga ist das Produkt einer bizarren Kreuzung. In der freien Natur gibt es so etwas nicht. Ein Liga entsteht durch die Kreuzung eines männlichen Löwen mit einem weiblichen Tiger. Das Ergebnis ist ein Hybrid von extremer Größe. Ein Liga ist um einiges größer und schwerer als seine Eltern. Allein sein massiger Schädel ist um 40% größer als der eines Löwen oder Tigers. Sie haben eine enorm dichte Knochenstruktur und können so groß wie ihre Mütter und Väter zusammen werden. Riesige Biester. Wissenschaftler versuchen immer noch zu verstehen, warum Hybride wie dieser Liga so viel größer als ihre Eltern werden können. Was man weiß, an Liga werden keine wachstumshemmenden Gene weitergegeben, die eine normale Größe garantieren würden. Sie leben nur in Gefangenschaft. Die Größe ihrer Waffen ist jedoch sogar in der Natur ungeschlagen. Erinnern Sie sich noch an Sascha, den springenden Tiger, der sich die Beute aus 3,5 Metern Höhe geholt hat? Sinbad kommt genauso hoch, ohne zu springen. Liger haben die gleiche Anatomie wie andere Großkatzen. Der einzige wirkliche Unterschied ist die Größe. Wie bei Löwen und Tigern sind die massiven Reißzähne eines Ligers tief im Schädel verankert, wie gigantische Schrauben. Großkatzen haben extrem lange Zähne, doch der größte Teil davon ist im Inneren des Schädels verborgen. Dieser Teil des Zahns ist von Zahnschmelz umgeben. Das ist der Teil, der letztendlich aus dem Kiefer ragt und beim Beißen benutzt wird. Der Rest davon steckt im Schädel. Er ist so tief und fest im Kiefer verankert, damit er die enormen Kräfte, die beim Biss und beim Reißen entstehen, aushalten kann. Wäre er kleiner, würde er irgendwann abbrechen. Doch so ist er gut geschützt. In der Wildnis haben Löwen und Tiger dank dieser festen Verbindung von Schädel und Zahn nur wenige Rivalen. Kleinere Raubkatzen sind den Großkatzen im Kampf unterlegen. Von Löwen weiß man, dass sie die Schädel kleinerer Raubkatzen zermalmen. Doch was ist mit den Ligern? Würden sie mit ihren übergroßen Krallen, Zähnen und Kiefern einen Kampf gegen einen Löwen oder Tiger gewinnen? Falls ein solcher Kampf jemals stattfinden sollte, der Sieg wäre hart erkämpft. Bei heftigen Kämpfen unter Tigern haben die Schwächeren die Flucht ergriffen. Andere Tiger wiederum wurden im Kampf getötet oder schwer verletzt. Hier ist die ganze Kralle in den Körper eingedrungen und dann abgebrochen. Sie kann abbrechen. Man findet manchmal Krallen in der Haut anderer Tiger und dann braucht man eine Zange, um sie herauszubekommen. Liger sind das Ergebnis einer Kreuzung aus dem Labor. Sie haben niemals die afrikanische Steppe oder den asiatischen Urwald gesehen. Es ist unmöglich zu sagen, ob sie in den heißen Steppen oder feuchten Urwäldern überhaupt überleben würden. Wäre ein Liger ein ebenso einzigartiger Jäger wie seine Mutter? Oder würde er auch wie sein Vater bei der Jagd die Rudeltaktik praktizieren? Wäre das sandfarbene Fell mit den Streifen beim Beschleichen eher hilfreich oder hinderlich? Oder würde der massive Körperbau einen erfolgreichen Angriff verhindern? Es gibt einen Grund, warum ein Liga in der Wildnis nicht zurechtkäme. Wissenschaftler vermuten, dass die Größe des Ligas auch sein größtes Problem wäre. Ein 220 Kilogramm schwerer Löwe ermüdet bei der Jagd nach rund 100 Metern. Ein 450 Kilogramm schwerer Liga müsste sehr viel früher aufgeben. Ein Liga wäre wegen seiner Größe und vielleicht wegen seiner Kraft die perfekte Raubkatze. Doch er wäre einfach zu groß und zu schwer, um die Kämpfe durchzustehen, die eine Großkatze ausfechten muss. Die größte Bedrohung der Großkatzen droht nicht von genetisch konstruierten Superkatzen, sondern vom Menschen. Experten gehen davon aus, dass die Löwen in Afrika durch die Verringerung ihrer Lebensräume schon bald aussterben werden. Während die Tiger in Asien wegen Abholzung und Wilderern auf die Liste der bedrohten Arten gesetzt wurden. Löwen, Tiger und Leoparden sind in ihren natürlichen Lebensräumen echte Überlebenskünstler.
Und wir wissen auch warum. Der ganze Körper funktioniert wie eine perfekte Maschine. Größe, Gewicht, Intelligenz und Gerissenheit stimmen genau. Von der Gestaltung ihrer Pranken bis zum komplexen Aufbau ihrer Augen, ihrer Muskeln und ihres Schädels. Diese Anatomie und Fähigkeiten haben sich über mehrere Millionen Jahre entwickelt. Und nun beherrschen sie die Savannen, Wälder und sogar die Bäume. Raubkatzen, die Herrscher der Wildnis.